Hallo, ich wurde von ein paar Leuten angesprochen, was ich für Handschuhe habe. Ich habe zurzeit noch die Alpine Stars GP Plus, mit denen ich sehr zufrieden bin. Und ich habe mir günstig die 2012er Alpine Stars GP Pro gekauft, für, glaube ich, 169 €, was sie zurzeit kosten. Ich muss sagen, sauber verarbeitet, sie schauen wirklich gut aus. Was mir jetzt als erstes auffällt, im Gegensatz zu den normalen GP Plus, es ist ein wenig komplizierter durch dieses Hartplastik, was hier unten ist, an den Verschluss selber zu kommen. Wenn man nämlich jetzt hier aufmacht, ist übrigens Größe M, also passt relativ gut, würde ich sagen. Man schlupft rein. Man müsste jetzt mit einem anderen Handschuh, ist es aber hier irgendwie doch zu lang die Schlaufe und geht dann das, also würde ich sagen, dass er jetzt wirklich fest sitzt, ist es einfach zu lang. Dann muss man hier im Grunde aufmachen und das hier rüber drücken. Und das geht natürlich beim Motorradfahren oder wenn es schnell gehen muss oder man ist am Aufbrechen, das ist einfach zu lang. Das sind dann hingegen diese GP Plus. Um etliches einfacher. Ich kann das mal so. Schlupft rein. Macht einfach hier rüber. Ist genau richtig eigentlich. Und ihr seht, es ist, sag ich mal, jetzt hier beim GP Pro natürlich mehr verpackt, aber stört mich ein wenig. Ansonsten auch angenehmes Tragekomfort. Sitzt natürlich jetzt noch ein wenig fester wie die getragenen GP Plus. Aber optisch natürlich ein Highlight, klar. Ansonsten genauso wieder auf. Also wenn man wirklich hier so zumacht, man kommt nicht mehr hin. Man kann jetzt nicht aufmachen, besonders wenn man das Handschuh anhat. Das ist bei ihnen viel einfacher. Raus. Und da kommst also selbst mit den Fingern kommt man hier schlecht hin. Also muss man erst wieder hier aufmachen, unten hin und dann erst wieder rüber. Also das hätte man, glaube ich, besser lösen können. Also ich glaube, ich kann Alpine Stars als Handschuhe jedem nur empfehlen. Das sind wirklich Top-Handschuhe, die sitzen wie eine zweite Haut. Sind natürlich preislich, sage ich mal, gehoben im Gegensatz zu FLGM oder Probiker-Handschuhe oder so. Aber ich denke, wenn man an Sicherheit glaubt und dazu gehört auch die richtige Kleidung, wie jeder weiß, wie von meinem Lederkombi her, dann sollte man da auch nicht sparen. Sie sind auch wieder geschützt mit Plastik, Hartplastik oben auf die Fingerknöchel, ebenso die hinten mit dem kleinen Finger zusammen, um über Knicken zu schützen. Auch sauber finde ich gearbeitet, diese kleinen Ausdehnungsbereiche hier, ebenso hier dieser Hartplastik auch Fingerschutz hier. Das ist alles sehr sauber, auch sauber vernäht und so. Also hier, wenn man die filigranen Bereiche sieht hier, das ist alles auf hohem Niveau. Und man kann auch sagen, so entsteht auch der Preis, weil das Nähen ist mit Sicherheit ein Haufen Arbeit hier. Man sieht hier auch die Innennähte. Innen ist es relativ sehr dünn. Ich habe da von Kollegen gehört, das ist durchgerieben oder so. Das konnte ich jetzt noch nicht bestätigen, vor allem jetzt nicht bei meinen mindestens 6000 Kilometer getragenen GP Plus. Es sind natürlich Abnutzungsspuren, aber es hält sich in Grenzen. Ich würde auch sagen, das Leder hier beim GP Plus fühlt sich dicker an als das beim GP Pro. Aber sonst, man sieht hier nur geringe Abnutzung, ganz normal vom Motorradfahren. Das waren auch die Handschuhe, die ich beim Sturz getragen habe. Wie man sieht, ohne weitere Blessuren. Es kann natürlich mal sein, dass man jetzt nicht mit den Händen aufkommt auf dem Boden. Okay. Bis dann. Servus.